Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um OSPF, genauer gesagt um die Metrik in OSPF. Viel Spaß! Ja, wie schon vor dem Intro angekündigt, möchte ich heute mit euch über die Metrik in OSPF sprechen. Metrik, ne, nochmal so ein bisschen Wiederholung. Das ist also der Wert, mit dem OSPF eine Route in ein bestimmtes Zielnetz bewertet, ja, und damit vergleichbar mit anderen Routen macht, ne. Man muss diese Routen irgendwie, muss man sie gewichten, irgendwie muss man sie evaluieren, irgendwie muss man sie klassifizieren. Und das passiert eben über die Metrik. Verschiedene Routing-Protokolle benutzen verschiedene Formen und Typen von Metrik und auch vor allem fließen verschiedene Parameter dort rein. Bei OSPF ist es in der Regel einfach die Bandbreite. Das heißt, in der Regel bei OSPF ist es die Bandbreite einer Verbindung. Und im heutigen Video möchte ich also mit euch mehr oder weniger drei Dinge besprechen. Ja, zum einen irgendwie wie wird die Metrik in OSPF überhaupt berechnet, also nach welcher Formel funktioniert das. Dann ein kleines Beispiel in Packet Tracer, dann zeige ich euch also erst einmal so generell nochmal, wie ihr das nachvollziehen könnt, wie die Metrik zustande gekommen ist. Und dann im dritten Punkt zeige ich euch dann, wie man die Metrik beeinflussen kann. Ne? Also nochmal die Agenda für heute. Ja, die seht ihr also jetzt hier. Gut, dann schauen wir auch direkt rein, was es zu sehen gibt hier an dieser Stelle. Und zwar fangen wir zunächst an, wie gesagt, mit der Berechnung der Metrik. Ja, wie es die Überschrift schon sagt, alles eine reine Formelsache. Und die Formel ist denkbar simpel und denkbar einfach bei OSPF. Die Metrik für eine bestimmte Verbindung, für einen bestimmten Link, ergibt sich, indem man eine Referenzbandbreite, das heißt ein festgelegter Wert, durch die Bandbreite auf dem aktuellen Link teilt. Also sprich, die Formel für die Berechnung ist ein einzelner Quotient und das war's. Ja, Referenzbandbreite übrigens, das habe ich hier schon rechts so versucht anzudeuten, Referenzbandbreite ist 100 Megabit, ja, das ist der Standardwert. Und durch diese Referenzbandbreite wird also dann durch die entsprechende Bandbreite auf dem Link geteilt. Ja. Heißt also, wenn ihr zum Beispiel einen Link mit 100 Megabit habt, ja, ganz einfaches Beispiel, ne? Referenzbandbreite ist 100 Megabit, der Link hat auch eine 100 Megabit Verbindung, dann ist die Metrik für diesen Link also 1. Ne? Ist die Linkgeschwindigkeit vielleicht etwas langsamer, habt ihr also eine alte Ethernet-Strecke zum Beispiel, nur mal angenommen, 10 Megabit, ne? Dann habt ihr also hier 100 Megabit geteilt durch 10 Megabit, die Metrik ist also dann 10. Ne? Die Metrik ist einheitslos, ne? Man teilt Megabit durch Megabit, das heißt die Einheiten kürzen sich weg. Kann man anhand der Formel sehr schön nachvollziehen. Die Metrik hat also keine Einheit in irgendeiner Form. Ja. Aber oftmals interessiert man sich ja nicht für die Metrik einer bestimmten Strecke, sondern eigentlich fragt man sich ja, okay, wie ist denn die Metrik, wenn ich jetzt in Zielnetz XY möchte? Ja. Und auch das ist also denkbar einfach. Die Metrik für eine Route wird in OSPF dann einfach errechnet, indem man die Metriken der verschiedenen Links aufaddiert. Ne? Also Metrik von dem ersten Link plus Metrik vom zweiten Link plus und so weiter und so fort bis hin zur Metrik vom letzten Link. Ja, das ist also die ganze Geschichte mit der Metrik, mit der Formel, wie sie berechnet wird. Dann diese Referenzbandbreite, jetzt sagt ihr wahrscheinlich wie 100 Megabit. Und was ist, wenn ich eine Gigabit-Strecke habe? Völlig richtig, ne? Bei einer Gigabit-Strecke wäre die Metrik ja quasi 0,1. Ne? 100 Megabit geteilt durch 1000 Megabit wäre 0,1. Allerdings ist eine Metrik als Kommazahl nicht vorgesehen. Das heißt also, das Ganze würde dann im Endeffekt wieder quasi auf 1 aufgerundet. 1 ist die kleinste Metrik, die es überhaupt geben kann. Kleinere Werte sind nicht zulässig. Das heißt also, nach dem Standard, ja, oder so wie es standardmäßig konfiguriert ist, ist eine Gigabit-Strecke genauso gut und eine 10-Gigabit-Strecke genauso gut wie eine Fast-Ethernet-Strecke. Ihr seht schon, das ist eigentlich nicht so toll. Davon wollen wir uns sicherlich eher wegbewegen. Das heißt also, was wir auf jeden Fall lernen müssen, machen wir später hier im Video, ist diese Referenzbandbreite auch entsprechend anzupassen. Ich habe es euch ja gesagt, ich bringe euch ein kleines Beispiel mit. Das seht ihr jetzt hier. Ja, wir sehen also jetzt hier Packet Tracer. Und ihr seht also, ich habe hier in meinem, es ist eigentlich so ziemlich ein Minimalbeispiel, ne? Also viel kleiner kann man es kaum noch machen. Ihr seht, ich habe hier auf der linken Seite ein Netz, ne? Unter 192.168.1.0/24. Vielleicht für euch als Info, das hier ist 100 Megabit pro Sekunde. Das hier ist eine Fast Ethernet Strecke. Das hier in der Mitte ist eine serielle Verbindung. Da haben wir in der Regel 1,5 Mbit pro Sekunde.
am Start. Und hier haben wir auch wieder eine Fast-Ethernet-Verbindung, also hier haben wir auch 100 Megabit pro Sekunde. Vielleicht das nochmal so für euch zur Info. Ja. Und das Netz hier ist für USPF schon eingerichtet. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier beim Router A bei dem Kollegen in die CLI schaue, na, vielleicht mache ich das so und lege mir das dann daneben. Ja. Wenn jetzt hier auf Router A, na, dann schauen wir mal kurz rein. Dann sehen wir erstmal Show IP Route. Sehen wir erstmal, okay, der Kumpel hat hier eine Strecke gelernt nach 192.168.2.0/24 via USPF. Das erkenne ich an dem O hier vorne, ihr wisst Bescheid. Das ist also das Netz hier drüben und ihr seht, zu diesem Netz hin hat er eine Metrik von 65 berechnet. Ne? Also das linke, die linke Zahl in der Klammer, das ist die administrative Distanz, also die Vertrauenswürdigkeit des Routing-Protokolls. USPF weist eine administrative Distanz von 110 auf in der Cisco-Welt. Und jetzt ist also die Frage, wie kommt denn diese 65 eigentlich zustande? Nun, das kann ich euch zeigen. Es gibt da einen Befehl, der heißt Show IP USPF Database Router. Ja, also ich schaue mir die USPF-Datenbank des Routers an. Und dann sehe ich also die ganzen Links, ja, die dieser Router jetzt per USPF verwaltet und kennengelernt hat. Und für uns interessant ist also einmal das Netz hier. Ja, das ist nämlich das Transitnetz in der Mitte, die 200.965.200.0 mit der 30er Maske. Und ihr seht, dieser Link hier in der Mitte hat eine Metrik von 64. Das sehe ich hier. Ja, warum 64? Das ist halt eben 100 Megabit geteilt durch 1,544 Megabit pro Sekunde. Wenn man es genauer herausrechnet, kommen wir dann also auf eine Metrik gerundet von 64. Und dann haben wir noch das 192.168.2.0 Netz, ne, das Zielnetz, dessen Metrik muss ich ja auch noch dabei berechnen. Ja, kommt hier noch oben drauf. Das hat eine Metrik von 1. Ne, logisch, 100 Megabit geteilt durch 100 Megabit, habe ich euch erzählt. Also macht das insgesamt eine Metrik von 65. Ja, soweit, so gut. Das haben wir also. Ja. Und entsprechend ist das also jetzt, ja, ich sag mal so, hier sollte jetzt das für euch erstmal keine Überraschung darstellen, keine Überraschung bereithalten. Ne? Wenn doch, dann müsst ihr Fragen hier unten in die Kommentare stellen. Also ich habe USPF schon lang und breit erklärt, in ganz, ganz vielen Videos gibt es eine ganze eigene Reihe zu. Solltet ihr dann vielleicht ansonsten mal reinschalten, wenn euch hier etwas vielleicht noch ein bisschen unbekannt vorkommt. Okay. Bei Router B sieht es natürlich genauso aus. Also ich habe ja links und rechts 100 Megabit-Strecken, nur die Zielnetze sind leicht andere, die dann per USPF gelernt werden. Und ich habe in der Mitte die 1,544 Megabit. Okay. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich möchte jetzt noch mit euch lernen, diese Metrik zu beeinflussen oder mit euch anschauen, wie das funktioniert. Was kann man also tun? Was sollte man tun, wenn man die Metrik anpassen möchte? Und ich biete euch drei Dinge an, wobei ich nur zwei davon so wirklich zeigen kann. Der erste Punkt ist also, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, wir wollen immer die Referenzbandbreite anpassen. Ja, also nochmal, die Referenzbandbreite immer bitte anpassen. Ist in dem Netzwerk, in dem eine 100-Megabit-Strecke genauso gut ist wie eine Gigabit-Strecke, was ja heute der absolute Standard ist. Ja, das macht so gar keinen Sinn. Also ihr wollt bitte nicht USPF mit diesem Standardwert von 100 Megabit betreiben. Ja, das ist also das ist meiner Meinung nach völliger Irrsinn. Man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob das eine Cisco-Spezifikation ist oder was auch immer, diese 100 Megabit. Also ich habe im entsprechenden RFC mal versucht nachzulesen, das heißt versucht nachzulesen, lesen kann ich, aber ich habe nichts dazu gefunden, was jetzt diese Default-Bandbreite, diese Referenzbandbreite irgendwie angeht. Das heißt also, ich weiß nicht, ob sich USPF in anderen, auf anderen Geräten auch mit einer, also ob da die Standardbandbreite auch 100 Megabit ist. Oder ob die Bandbreite da vielleicht eine andere ist. Wenn, habe ich vielleicht einfach den Eintrag im entsprechenden RFC übersehen oder das steht noch in einem anderen RFC, was zusätzlich zum Protokoll gehört, das weiß ich nicht genau. Aber diesen Wert solltet ihr also auf jeden Fall bitte immer, immer anpassen. Ja. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, die Bandbreite für eine einzelne Schnittstelle anzupassen. Ihr könnt also, ich habe dahinter zwar geschrieben, serielle Interfaces, da macht man das vielleicht auch etwas häufiger, aber ihr könnt also bei jeder Schnittstelle im Grunde genommen den Bandbreitenwert festlegen. Achtung, das gilt nur für die Berechnung für USPF. Das heißt also, wenn ihr da reinschreibt, die Bandbreite auf dieser Fast-Ethernet-Verbindung ist jetzt irgendwie nur 10 Megabit,
dann bleibt es eine Phase, nicht eine Verbindung, die mit 100 Megabit arbeitet, sondern das ist nur ein Wert, der hinterlegt ist, damit die Routing-Protokolle mit dieser Verbindung in irgendeiner Form rechnen können, also mit dem Bandbreitenwert da drauf. OSPF stützt sich da drauf, EIGIP wird sich da sicherlich auch drauf stützen. Ja? Also manche Routing-Protokolle oder Routing-Protokolle, die die Bandbreite eben messen und die Bandbreite in die Berechnung aufnehmen, die werden sich also auf diesen Wert verlassen. Und den könnt ihr anpassen. Ihr könnt also behaupten, die Bandbreite auf dieser Verbindung sei eine andere und das fließt dann in die OSPF-Berechnung mit ein. Ganz wichtig, ne? Ich habe es hier nochmal geschrieben. Achtung, ihr müsst natürlich bei so einem, wenn ihr einen Link habt und ihr ändert das mit dieser Bandbreite, ihr ändert diesen Parameter, dann ändert ihr ihn natürlich auf beiden Seiten, also sprich bei beiden Router-Interfaces, die mit diesem Link verbunden sind. Sind drei oder vier Router-Interfaces damit verbunden, müsst ihr natürlich an drei oder vier Stellen ändern. Auch klar, ne? Also nicht irgendwie den einen Router so rechnen und den anderen Router so rechnen lassen. Dann gibt es irgendwie Kuddelmuddel, dann ist auf einmal der Hinweg besser als der Rückweg oder so ähnlich. Ja? Also dann kann das zu, sagen wir mal, lustigem Routing führen. Will man nicht unbedingt. Das hier ist allerdings dieser Punkt, den ich euch jetzt hier gerade genannt habe, also der zweite mit dieser Bandbreite anpassen. Das funktioniert nicht in Packet Tracer. Also dieser Befehl ist tatsächlich implementiert im Packet Tracer in der Simulation, aber er verändert leider nichts. Das ist schade, aber es geht nicht. Was in Packet Tracer wiederum geht, und das möchte ich euch auch noch zeigen, das ist, ihr könnt die Kosten für das Interface direkt anpassen. Also diese Metrik in OSPF wird dann letzten Endes als Cost ausgewiesen. Also die Kosten für diesen Link sind 10, die Kosten für diesen Link sind 1 oder was auch immer. Ja, Cost. Und diese Kosten, die könnt ihr auch für jedes Interface anpassen. Auch dann müsst ihr natürlich wieder überlegen, wollt ihr das nicht auf beiden Seiten tun? Wahrscheinlich schon, ne? Also auch hier gilt immer, wenn ihr sowas macht, normalerweise fuddelt man nicht nur auf einer Seite rum. Außer man hat einen guten Grund dafür. Hier wird dann auch gar keine Berechnung oder sowas mehr vorgenommen. Wenn ihr die Kosten also anpasst, dann überschreibt ihr den Wert, der dort für dieses Interface angenommen wird. Und dann wird also keine Formel oder sonst irgendetwas mehr zugrunde gelegt, sondern einfach mit dem Wert gearbeitet, den ihr dort eingetragen habt. Ja. Okay. Und das möchte ich jetzt auch mit euch hier in Packet Tracer alles nochmal so ein bisschen nachvollziehen, diese drei Dinge. Also zum einen die Referenzbandbreite, dann schauen wir uns das mit diesen Schnittstellengeschichten nochmal an, mit der Bandbreitenanpassung, die wie gesagt nicht so gut funktioniert. Und zum Schluss gucken wir noch, wie wir die Kosten direkt und ohne Berechnung des Routers dann oder irgendwas in irgendeiner Form eintragen können. Also, zunächst einmal, ich hole mir das Ganze nochmal ins Vollbild. Was ich jetzt also vorhabe, ist Folgendes. Ich möchte im ersten Wert, im ersten Schritt, den Referenzbandbreite anpassen und zwar auf 10 Gigabit pro Sekunde. Ja? Und im zweiten Schritt mache ich die serielle Verbindung, weise ich als eine serielle Verbindung mit 64 Kilobit pro Sekunde aus. Und im dritten Schritt werde ich eine Fast Ethernet Verbindung mit anderem Kostenwert versehen. Ja, also das sind die Sachen, die ich vorhabe. Ja, also die Referenzbandbreite erstmal im gesamten Netz anpassen, dann die serielle Verbindung da in der Mitte, da muss ich die beiden Router-Interfaces hier, das und das da, die beiden muss ich dann letzten Endes anpassen und dann nehme ich mir vielleicht hier das Interface auf der linken Seite, dieses Netz hier und da ändere ich da einfach mal den Kostenwert komplett ab und gebe einfach mal irgendeinen anderen Wert an. Ja. Fangen wir mit dieser Referenzbandbreite an. Ich denke, es ist eigentlich selbsterklärend, dass ich die Referenzbandbreite im gesamten Netz anpassen muss. Also ich darf jetzt nicht sagen, der eine Router rechnet mit 100 Megabit und der nächste mit Gigabit oder was auch immer, sondern wenn ich das mache, dann mache ich das natürlich im gesamten Netz. Aber ich denke, das muss ich eigentlich schon gar nicht mehr sagen, ne? Also das ist ja für die ganzen schlauen Burschen und Mädels unter euch total logisch. Deswegen, ich gehe in den Konfigurationsmodus für OSPF. Ich habe die Prozess-ID 1 gewählt, ganz einfach, plain simple. Und hier gibt es jetzt den Wert Auto-Coast Reference Bandwidth. Ja, diesen Befehl gibt es jetzt hier, mit dem ich also die Referenzbandbreite verändern kann. Ich mache kurz ein Fragezeichen, um euch zu zeigen. Ihr müsst hier einen Wert in Megabit pro Sekunde angeben. Ja, also jetzt irgendwie, ihr könnt hier keine Kilobit oder sowas, das könnt ihr gar nicht, sondern ihr könnt nur in Megabit angeben. Und wenn ich jetzt also wie ich 10 Gigabit haben will, dann ist das also 10.000 Megabit pro Sekunde. Ne? So. Jetzt habe ich also diesen Wert angepasst. OSPF arbeitet jetzt auch damit. Und ihr seht schon, ich kriege jetzt eine Warnmeldung. Hier, Achtung, du hast die Referenzbandbreite geändert. Pass bitte auf oder stelle sicher, dass das auf allen Routern im gesamten Netzwerk auch so gemacht wird. Also OSPF warnt mich da schon, ist da nett zu mir. Ne? Hier nach dem Motto, falls du es vergessen hast, falls du ein bisschen blöd bist. Ne? Lieber Mann, dann probier es doch mal auch überall zu machen. Also, Configure Terminal Router OSPF 1 Autocost Reference Bandwidth 10 Gigabit. Ja, Vollgas. So,
Jetzt arbeiten meine Router alle mit 10 Gigabit als Referenzbandbreite. Wir erinnern uns, die eine Route, die man per USPF jetzt hier gelernt hat, hatte eine Metrik vorher von 65. Wir schauen mal rein. Show IP Route. Das sollte sich ja jetzt geändert haben, ne? Und zwar deutlich nach oben der Wert der Metrik. Und wie ihr seht, habe ich jetzt eine Metrik von 6576, ne? Also der Dividend meines Quotienten ist deutlich größer geworden. Der Divisor blieb gleich. Das heißt, das Ergebnis wird natürlich eine größere Zahl. Achtung, sehr mathematische Ausdrucksweise, ne? Aber wenn die Zahl, die ich teile, größer ist, dann werden die entsprechenden, dann wird das Ergebnis natürlich einfach auch größer. Eigentlich ist das ziemlich logischer Quatsch. So, das heißt also, das habe ich jetzt angepasst und ihr seht also, dass Router B, ne, wenn wir jetzt nochmal schauen, Router B weist jetzt also zu diesem Netz hier auf der linken Seite, weist Router B jetzt eine deutlich höhere Metrik aus. Ne? Logisch, dadurch, dass ich die Referenzbandbreite angepasst habe. Das gilt ja jetzt für alle Berechnungen. Wenn ich also nochmal sage, Show IP, USPF, Database, Router, ne, dann sehe ich jetzt also hier, ne, hier ist die Metrik für mein serielle Verbindung, für meinen seriellen Link, die ist 6476 und für meine Fast Ethernet-Verbindung hat sich jetzt natürlich auch um Faktor 100, ne? Die Referenzbandbreite ist um Faktor 100 größer geworden, also ist auch die Metrik für meine Fast Ethernet-Verbindung um Faktor 100 größer geworden. So, also ergibt sich eine Metrik von 6476 plus 100, also für 6576. Soweit, ja. Das war zu erwarten. Okay, als nächstes zeige ich euch, wie man jetzt also die Bandbreite für diese serielle Schnittstelle anpasst. Zunächst einmal zeige ich euch, wo der Wert eigentlich steht. Ich sage sowas wie Show Interfaces Serial 000. Ja, das ist also meine serielle Verbindung dort. Und da seht ihr, hier steht BW wie Bandwidth, ne, und dann 1544 Kilobit, also 1,544 Megabit pro Sekunde. Ja. Kann man sagen. Und diesen Wert kann ich also ändern. Und das geht relativ simpel. Ich gehe in den Konfigurationsmodus für das Interface, Serial 000. Und jetzt habe ich hier den Befehl Bandwidth. Ja, und kann jetzt also eine Bandwidth in Kilobit pro Sekunde angeben. Hier geht es schon ab Kilobit los, weil na, nicht alle Interfaces vielleicht in der Lage sind, überhaupt in Mbit zu arbeiten. So, und 64 Kilobit kriege ich also auf diese Art und Weise jetzt hier hin, wenn ich jetzt also nochmal sage End. Ja, und mir nochmal das Interface anschaue, dann steht jetzt hier also Bandwidth 64 Kilobit pro Sekunde. Ne? Gleiches gilt natürlich, aber muss ich jetzt machen hier auf meinem Router A, also auch hier, ups, hier eigentlich zu weit, conf t int s000 und dann Bandwidth 64 Kilobit. So, jetzt habe ich das geändert und rein theoretisch müsste sich jetzt natürlich die Metrik ändern, weil ich ja jetzt den Divisor noch deutlich kleiner gemacht habe. Das heißt, die Metrik müsste noch größer werden. Sage ich aber do show IP route, werdet ihr feststellen, dass sich an meiner Metrik leider so gar nichts getan hat. 6576 ist immer noch der Wert, ist immer noch die Summe aus 6476 und 100. Ich habe das jetzt versucht nachzuvollziehen. Ich habe nochmal in die Database geschaut. Ich habe den USPF-Prozess neu gestartet und so weiter auf den Routern. Das habe ich alles mal ausprobiert. Nichts davon hilft. Das heißt also, hier scheint einfach das in Packet Tracer nicht sauber simuliert zu werden. Kann ich nicht so richtig ändern. Tut mir leid, dass ich euch das nicht zeigen kann. Da müsste ich jetzt ein Labor hier haben und dafür reicht mir aber die Kohle nicht. Also das, ja. Vielleicht mache ich das irgendwann in der Schule, probiere es da nochmal aus und liefere nochmal was nach, um zu zeigen, was jetzt wirklich notwendig ist. Ob ich den USPF-Prozess vielleicht neu starten muss, ob ich es nicht tun muss und so weiter. Das schaue ich mir dann an. Letzter Punkt, dritter Punkt. Ich kann noch die Kosten für ein bestimmtes Interface anpassen. Habe ich euch ja schon angedroht, mache ich jetzt also auch noch. Ich passe jetzt also die Kosten für dieses Interface hier hinten an. Das hat ja im Moment Kosten von 100. Ne? Also Show, IP, USPF, Database. Na, Router, ja, wo ist es? Mein Link, hier oben ist er, die 192.168.1.0, da seht ihr es schon und ich habe eine Metrik von 100. So, gefällt mir nicht, diese Kosten will ich jetzt irgendwie anders haben. Also, Configure Terminal, auch das wird im Interface-Konfigurationsmodus gemacht. Ja, und zwar ist das ein USPF-Befehl, deswegen sage ich IP-USPF. So, schauen wir mal kurz rein, was gibt es jetzt hier? Und ihr seht jetzt hier, es gibt hier das Wörtchen Coast. Ne? Und da kann ich einfach die Kosten für dieses Interface festlegen. Ist jetzt hier auf diesem Interface natürlich praktisch, kein anderer Router ist dran. Das heißt, das muss ich nur an einem Router festlegen. Und das ist der hier. So, und jetzt kann ich einfach einen Wert an Kosten festlegen. Ihr seht schon, hier steht jetzt auch nichts von irgendwie Megabit pro Sekunde oder sonst irgendwas. Nochmal, die Kosten sind ja einheitenlos. So, und ich sage jetzt, hier hat es jetzt Kosten von
16. So, irgendeine Zahl habe ich mir gerade wild ausgedacht. Ja, das bedeutet jetzt also hier drüben bei, oder ja, hier drüben bei dem Router B müssten sich ja jetzt andere Kosten für diese Route zum 192.168.1.0-Netz ergeben, nämlich 6.476 plus 16 wären 6.492. Schauen wir mal, ob das zumindest geklappt hat. Habe ich nämlich vorher gar nicht ausprobiert. Ich Fauli. Ah, aber bei Glück. Ne? 6.492 ist der neue Kostenwert jetzt für dieses Interface. Ne? Also, um es nochmal mit euch durchzugehen, ja, wir haben jetzt also nachgeschaut, wie man die Referenzbandbreite anpasst. Wir haben nachgeschaut, wie man die Bandbreite für die Interface, also für die Schnittstellen anpassen kann. Und wir haben gelernt oder nachgeschaut, wie man die Kosten für das Interface letzten Endes anpasst. Und zwar direkt. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Ich weiß, das war jetzt relativ viel, aber ich denke, es ist einigermaßen verständlich gewesen und so richtig wahnsinnig kompliziert ist es ja eigentlich auch nicht. Die Befehle muss man sich natürlich irgendwie schon merken, gerade vor allem, wo man sie letzten Endes absetzen muss. Also es ist irgendwie aber auch relativ, ja, fast intuitiv verständlich, dass man sich eben sagt, okay, wenn ich etwas für den kompletten OSPF-Prozess einstellen will, dann muss ich wohl in die OSPF-Prozesskonfiguration rein. Wenn ich etwas für ein Interface einstellen will, dann gehe ich eben in die Konfiguration für dieses Interface rein. Also ich denke, eigentlich ist das einigermaßen nachvollziehbar und einigermaßen logisch. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder was auch immer, dann könnt ihr mir die euch unten in den Kommentaren da lassen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mir irgendwie einen Daumen nach oben da lasst oder gar den Kanal abonniert. Ansonsten die Packet Tracer Datei wie auch dieses Dokument hier werde ich euch zur Verfügung stellen. Allerdings ist das Dokument, was ich jetzt hier im Moment habe, ist ein sogenanntes Whiteboard Dokument. Das heißt, ich arbeite im Moment mit einer anderen, ja, Textsoftware, also oder Notizsoftware. Dazu wird es aber noch ein eigenes Video geben. Da werde ich euch zeigen, wie ihr diese Dinge also öffnen könnt, was ihr da machen könnt und werde euch auch erklären, warum ich umgestiegen bin. Aber das erzähle ich euch bei Gelegenheit. Ihr Lieben, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ansonsten haltet die Ohren steif und macht's gut. Bis bald. Ciao.